Nicht überall, aber es gibt durchaus interessante Projekte, Initiativen, Appelle, man solle möglichst lokale Produkte kaufen, man solle nicht immer nur in den Supermarkt gehen, man soll auch bei dem kleinen Händler um die Ecke einkaufen, und auch andere Initiativen, vielleicht auch der Appell, die Haushaltshilfe, die hier normalerweise in vielen Familien in Mexiko unterstützt und einen ganz normalen Beruf auch darstellt, die jetzt nicht kommen kann, weil sie sich um ihre eigenen Kinder, um die eigene Familie kümmern soll. Da der Appell, diese weiterhin auch zu bezahlen. Ich finde schon, dass der solidarische Gedanke hier spürbar ist, dass es tolle Ideen gibt, tolle, ja, einfach Solidarität in vieler Form und Art und Weise auch gezeigt und auch gelebt wird. Und das finde ich persönlich auch sehr schön.